Hallo, das ist die erste Folge des Sleepy Plays, einem etwas anderen Let's Play, in dem ich, Rian vom DailyDeepHead.de, die Sensitivität meines Mikrofons so unglaublich hoch aufgedreht habe, dass ich nur im Flüsterton mit euch sprechen kann. Der Grund dafür ist, dass ich möchte, dass ihr kurz vor dem Schlafengehen noch einmal eine ruhige, entspannte Stimme hört, die euch ins Reich der Träume begleiten soll. Und welches Spiel könnte da wohl am besten geeignet sein, um diesen ruhigen Gang, diese Reise ins Reich der Träume zu untermalen? Natürlich Hotline Miami. Hotline Miami ist dafür bekannt, ein sehr, sehr ruhiges, ausgeglichenes Spiel zu sein, dem man Leute verprügelt. Und ich bin mir nicht sicher, was man sonst noch macht. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was man an dieser Stelle tut. Oh, richtig. So, ich sollte den Baseballschläger nehmen. Da ist er. Sehr schön. So war das. Gehen wir nach da unten. Hallo, tschüss. Und wir begleiten nun diesen freundlichen Mann mit der Maske in seinem alltäglichen Leben, während Pferdeköpfe und Hahnköpfe und Eulenköpfe in seine Wohnung hineinkommen und ihm komische Befehle erteilen. Diese Jacke brauche ich nicht. Was ich brauche, ist dieser Anrufbeantworter. Ich habe eine neue Nachricht und ich soll irgendwo hingehen, um Leute zu erledigen. Ich nehme diese Maske mit, denn man muss ja auch gut angezogen sein für so einen Auftrag. Und vielleicht sollte ich mir, da jede dieser Folgen nur 10 Minuten gehen soll, mal einen Timer anmachen. Das wäre sehr wahrscheinlich eine gute Idee. Steigen wir in diesen DeLorean ein, denn wer, der etwas auf sich hält, fährt etwa keinen DeLorean. Und der gute Tipp des Tages ist, durch manche Wände kann man schießen. Legen wir einfach mal mit Richard los. Ah, mit Shift kann man zielen. Bin mir nicht sicher, eventuell ist das neu in der geupdateten Version vom ersten Hotline Miami. Hallo, wie geht's? Ich nehme dich bei den Ohren, damit du mir ein bisschen besser zuhören kannst. Ah, und ich bin tot. Schade. Machen wir das Ganze nochmal. Du hast mich nicht... Oh, du hast mich gesehen. Ich habe dieses Spiel zwar bereits durchgespielt, aber das ist schon lange her. Immerhin, das hat ganz gut geklappt. Ah, ich muss erstmal wieder ein wenig mit der Maus klarkommen. Oben, unten, links, rechts, zielen. Gut. Oh, du guckst so ein bisschen um die Ecke. Als würdest du mir was Böses wollen. Versuchen wir mal das hier. Habuschki. Jawohl. Oh, oh, oh. Der Freund will was von mir. Aber der Freund war nicht schnell genug. Ich konnte ihn ruhig stellen. Und ich meine das wirklich. Einfach nur ruhig stellen. Ich will euch ja nichts Böses. Wie habe ich dem denn... das Bein gebrochen, das war jetzt aber nicht beabsichtigt. Eigentlich wollte ich ihm nur ein wenig was zu denken geben mit meinem Baseballschläger. Oh, hallo. Rückwärts gehen. Und beide auf einen Streich. Nun, dem habe ich nochmal eben den Kopf umgedreht. Wie alle wissen, bin ich sehr gut da drin, Leuten den Kopf zu verdrehen. Und bist du nicht der Penner, der mir eben alles beigebracht hat, was ich wissen sollte? Nun ja, zack. Stufe geschafft. Ich habe den Koffer. Mit diesem Koffer verdrücke ich mich jetzt einfach. Der war offensichtlich sowieso für mich bestimmt. Auf dem Koffer steht nämlich drauf, hey, dieser Koffer ist für den Mann mit der Maske. Oh, ah, da hat er mich erwischt. Da war ich einfach nicht schnell genug. Liegt da oben meine Shotgun herum? Tatsache.
Oh, ich darf die Shotgun aber nicht mitnehmen, weil ich schon den Aktenkoffer in der Hand habe. Naja. So. Dann war der Aktenkoffer auch zu was gut. Die Stufe ist geschafft. Ich gehe zum Auto. Warum ist hier überhaupt ein Zug? Ich weiß es nicht. Aber ich merke schon, wie ich ein wenig aufgebrachter spreche, als ich eigentlich sollte. Ich bin mir an dieser Stelle auch ein wenig unsicher, ob ich die Audiodatei eingeschaltet habe. Ich werde das mal eben nachgucken, weil sonst ärgere ich mich grün und schwarz. Ja, habe ich. Gut. Dann machen wir mal weiter mit Hotline Miami. Was sind das denn hier für... Ach, das ist Wäsche an der Wäscheleine. Wie schön. Leute machen etwas sauber. Ich habe die Stufe geschafft. Hey, wie geht's denn so? Hallo. Hey, was soll das? Willst du mir Hallo sagen? Nun, ich sag dir Hallo. Hallo, hallo. Damit dir das auch in deinen blöden Schädel reingeht. Dass ich dir so schöne Begrüßung entgegengeschmissen habe. Oh. Das sollte keine grüne Farbe haben. Was hat der Mann gegessen? Nichts Gutes. Rein in den DeLorean. Und ich glaube, an dieser Stelle spiele ich einfach einen etwas älteren Marty McFly. Das sieht man auch an der Weste. Vielleicht war das doch einfach damals so. Stil. Hey, ein A. Gut. Und ich bekomme den Rasmus. Wäre der Rasmus digital, wäre es ein E-Rasmus. Was darf ich mir jetzt kaufen? Hundeknochen. Muss ich dafür bezahlen? Nein. Sehr schön. Sei ein guter Mann, der Mann an der Kasse. Das ist mein Freund. Machen wir weiter in Miami, Florida. Jeder weiß, wo Miami ist, nämlich in Florida. Das ist nichts Neues. Aber für Leute, die von Geografie keine Ahnung haben, wie ich zugeben muss, ich, ist das eine neue Information. Oh, haben wir jetzt gerade erst das erste Kapitel erreicht? War das die Einspielmission? Nun, Rasmus hat ein Auge für Geheimnisse. Dann nehmen wir doch mal den Rasmus. Wie würde man sich wohl fühlen, wenn man ganz unbescholten in einem Gebäude ist und ist ein Gangster? Also man hat schon einige Sachen gesehen in seinem Leben. Aber dann kommt plötzlich so ein Typ mit einer Eulenmaske um die Ecke und der bringt einen um. Wie würde man sich da bloß fühlen? Der Mann da, der guckt Fernsehen, dabei will ich ihn jetzt bestimmt nicht stören. Aber wir gehen einfach mal hier hin, nehmen diesen Mann einfach seinen Schussprügel weg. Das ist ein Sturmgewehr, das ist okay. Wollen hier nicht so viel Aufmerksamkeit regen? Hat er mir ein Messer ins Gesicht geworfen? Ich glaube schon. Was für ein Arschloch. Es ist immer wichtig, insgeheim von hinten zu kommen. Man weiß ja nie, wie man das überrascht. Oh, da ist auch eine Schrotflinte. Das gefällt mir eigentlich viel besser. So, das war schön still. Oh, mein Wurfarm ist leider ein wenig zu schwach. Mein Schussarm dagegen? Ganz okay. Probieren wir das mal so. Ja, das hat wunderbar geklappt. Die Tür ist dein Freund und Helfer. Und diesmal wirfst du mir bitte kein Messer ins Gesicht. Du dumme Sau. Dankeschön. Nun muss ich einfach hier rein. Da kann man nicht viel gegen machen. Hallo, Fernsehen. Oh, das hat ihn offensichtlich nicht gestört. Wenn ich jetzt ein Stück nach unten gehe. Tja, das war's dann wohl. Man sollte auch einfach nicht zu viel fernsehen. Das ist nicht gut für die Augen. Genauso wie zu viel Blei zu sich zu nehmen. Auch nicht gut. Schön. Und an dieser Stelle wollen wir die erste Folge beenden. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Und hoffe, dass ihr schon bereits schlaft.
Und wenn nicht, wünsche ich euch süße Träume und wir sehen uns in der nächsten Folge.